Falcon Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Februar 1968. Eine Woche vorher. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Ich kann mir nicht helfen, aber der Typ sieht komisch aus. Ach, entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ach, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Da haut er die Flasche einfach weg. Ich weiß nicht, irgendwie sieht der Typ komisch aus. Der Charakter, der ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Leute, ich muss aber mal ganz kurz hier rüber switchen, denn wir machen mal, also nochmal tausend Milliarden Dank, dass ihr das Ziel erfüllt habt. Hier unten. Danke. Aber ich werde es jetzt ausblenden, denn ich glaube, es stört dann nur. Also wie gesagt, ihr seid der Wahnsinn, ey, ohne Witz, wirklich. Weiß ich echt zu schätzen. Und er macht vieles wieder möglich. Viel mehr Rendern und so. So. Und jetzt Route festlegen. Öffne die Karte. Okay, das haben wir vorhin schon gemacht. Dann mach mal Q fürs. Nee, Tab fürs Schließen. So, und Route festlegen. Wo sollen wir denn hin? Da sollen wir hin. Fahr zu Sammys Bar, naja. Dann zurück. Und ab geht er. Das ist natürlich die Mucke aus. Und Sammy, aber schlimm, geht's die quatschen gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Die haben nicht gesagt, ich soll vorsichtig fahren. Solange ich keine Autos rahme, geht das auch klar. Voll das coole Auto, da habt ihr recht. Haben sie gerade im Chat auch geschrieben. Cooles Auto auf jeden Fall. Oh. Okay. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat krieg ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine 3 Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann's vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann.
Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. Habt ihr das gesehen, Alter? Ich hatte grün und die Fahne einfach. Okay, ich muss ja eigentlich nur auf die Karte gucken, ob da irgendwo blau kommt. Blau war Polizei, haben sie gerade gesagt. Und die verfolgen mich, wenn ich gerade gemacht. Wenn du erst mal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrice? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit dir ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Wart's ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Alter, ohne Witz, die Dialoge sind doch der Hammer, oder? Da Hängetitten und da steht er dir wie eine Eins. Genau mein Ding, Alter. Das brauche ich jetzt mal. Nach dem Horrorschock gestern bei Syndrom brauche ich das jetzt mal. Hier so ein paar niveaulose, dumpfe Sprüche. Nicht hinten drauf fahren, danke. Aber sehr gut, auf jeden Fall. Ich habe weniger Zähne und weniger Geduld. Ich stehe auf dem Fußgängerweg. Komm, wir fahren mal lieber. Entschuldigung. Oh, der war knapp. Ordnung muss ja sein. Ich sag's euch, mit dem Controller wäre das tausendmal leichter. So, aussteigen. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber der Typ sieht mega dumm aus. Also, der sieht wirklich aus, als wäre er nicht der Hellste. Der ist groß, hat Muskeln, aber sein Gesichtsausdruck ist irgendwie so total... so Farid Bang-mäßig. Entschuldigung. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann
Eines Tages öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss da durch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, ne? Ein wenig Action, geh ins Bett. Im Keller. Wer nicht lieb ist, kommt in den Keller, ihr wisst Bescheid. Gucken wir uns hier kurz mal um. Ich will nicht wissen, wer hier unten schon alles gefoltert und verhört wurde. Aber ja, der Dodo Acer hat recht, der hat gerade im Stream geschrieben, dass er so ein Mega-Gorilla ist. Oh, was ist denn hier? Playboy! Yeah! 1 von 4. Okay. So, schlafen. So, guten Morgen. Dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Aber ich habe gerade noch ein Bedürfnis. Wir machen kurz mal auf Pause. Warte mal, konnte man auf I eigentlich auch? Nee, konnte man nicht. Aber ich kann hier so Pause machen. Denn ich werde mal kurz auf meine Cam gehen. Und die Deckkraft etwas runter machen. Denn ich finde, dass wenn es so doll leuchtet, das ist irgendwie nicht so cool. So finde ich es besser. Da sehe ich zwar jetzt ziemlich dunkel aus, naja, vielleicht nicht ganz so dunkel. Das ist halt das Gute an Live Let's Plays, da kann man, glaube ich, mal zwischendurch kurz mal, wir machen mal auf 90. So. Dann ist es nicht ganz so hell. So. Und weiter geht's. So, und damit guten Morgen. Und wir sind im Keller aufgewacht. Wir haben im Keller geschlafen, warum auch immer. Er hat ein Zimmer oben und schläft im Keller. Ja. Dennoch hier ganz schön gemütlich. Genau, Leute. Und wegen sowas hier zum Beispiel hat es auch schlechte Kritik bekommen. Ein Schatten darf einfach nicht flackern. Und hier flackert es halt wie Sau. Also wenn die da nicht bald ein Update nachschieben, dann weiß ich auch nicht. So, dann gehen wir wieder hoch, würde ich sagen, würde ich. Gucken, was oben abgeht. Aber wie gesagt, ich mag diese Vulgäransprüche, ich mag dieses Gewaltverherrlichende. Das muss halt auch mal sein, einfach, finde ich. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf. Junge, ich nicht nochmal. Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt.
Na los! Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Vielen Dank fürs Followen. So. Übrigens hatte ich doch den, ich will mal nicht ins Video quatschen, ich warte kurz, bis ich wieder Auto fahre oder so. Wenn du dort anfängst, was werden sie dich machen lassen? Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Es sind die kleinen Dinge. Du musst tun, Dinge. Was für dich das einen Beste schönen ist. Tag noch. Jetzt bedienen wir die Leute. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank fürs Followen. Was ich sagen wollte, ich habe ja meinen Stuhl neu gehabt und der hat ja von Anfang an gequietscht. Jetzt schicken die mir einen neuen, voll geil, umsonst, Alter. Übergut. So, jetzt sind wir in der Küche hier. Gucken wir uns hier mal ganz kurz um. Es wird dir gut tun, dich der Gemeinde wieder anzuschließen. Die Leute haben dich vermisst. Albumcover gefunden. Wir sollen uns der Gemeinde anschließen. Okay. Dann schließen wir uns mal der Gemeinde an. Was brät er da? Eine Burgerbulette oder was? Da ist eine Karotte. So, hallo. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Oh, lecker Suppe. Wie sieht der denn aus? Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Ach, für servieren. Danke. Guten Morgen. Alter, die ist aus einem Horrorfilm abgehauen. Ich sehe tote Menschen. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Aber Dank. Nicht doppelt anstellen hier, ja? Für jeden nur einmal. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Danke, Mann. Wie die aussieht. Aber muss man sagen, die haben die Haare von den Schwarzen überhaupt nicht gut hinbekommen. Also die sehen viel zu fluffig aus. Ihr wisst, was ich meine. Ist ja nicht rassistisch gemeint, aber ihr wisst, was ich meine. Wird besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Das war ein Angebot. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Regine! Oh, was ist denn los? Ich glaube, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Schnuppersuppe, Bösewicht! Überdeckung springen, W und Leertaste, das haben wir ja schon. Scheiße! Und Kuh! Vorsicht! Ey, was macht der denn? Wo haut der denn hin? Ihr Kerle solltet euch was schämen! Kuh! Bam, Junge! Hab ihn verwundet! Oh. Kannst du nicht hier so auf mich rumschießen? Ein harter Hund, sag ich euch. Oh,
François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macout und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Kano. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Marcano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern. Haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu's bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverse celle. Se sieht l'hostilité. Hallo, ich bin fluffiger Gorilla. Ja, was, warum soll ich die nicht unterschätzen?